Au. 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 Ich brauche hier ein bisschen Hilfe. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ich bin bereit. Dann heim wir mal lieber. Ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Ja, gut. Wenn man gierig wird, passiert sowas eben. So, das war die Tür hier, ne? Ne, die hier. Zeit, sich schnell zu ver... Ich... Jetzt müssen wir warten, bis die Furcht abklingt. Und dürfen ihn wieder hochheilen. Wurde aber auch Zeit. Okay, die Falle an der Tür ist keine Einwegfalle. Fragt nur. Du hast noch ein mittelschweres Wunderheilen. So, jetzt aber ein Quicksave machen. Ich denke, ich bin so. Ach du meine Güte. Hier ist alles mit Fallen versehen. Jetzt aber nicht mehr. So, machen wir mal alles auf erstmal. Und da ist jede Menge unidentifiziertes Zeug drin. Wowie, wowie. Was ist das nochmal? Wahrnehmungstrank. Haben wir schon sowas? Ist jetzt keine Ahnung. Was macht der nochmal? Ah, Fallen uns zu finden. Ja, haben wir noch nicht. Okay. Das ist aber eine ganze coole Diebesausrüstung, die wir da gefunden haben. Kurzschwert und so weiter. Mal gucken, was wir davon identifizieren können. Ja gut, die Tatsche plus 1. Das war recht einfach. Der beschlagene Wederwams. Gut, das Kurzschwert können wir noch nicht identifizieren. Das ist also etwas Mächtigeres. Was braucht nichts Gefährliches, ich hoffe ich doch. Was möchtet ihr? So, nächste Treppe hoch. Mal gucken, was da oben ist. Ihr braucht meinen Rat, nicht wahr? Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Jede Menge Räume zum Plündern. Machen wir mal einen Quicksave sicherheitshalber. Das ist einfach. Das ist ein... Hä? Ja, ich wusste es doch, dass es ein Bastard-Schwert plus 1 ist. Wieder ein Edelsteinchen. Warum konnten wir das gerade nicht aufnehmen? Geld und ein Dolch? Warum nicht? Ist nur ein normaler Dolch. Okay. Das sieht nach dem Ausgang aus.
Ja, untersucht die Tür näher, um festzustellen, dass es sich gar nicht um eine Tür handelt, sondern durch durch den geschickten Einsatz von Farbe und Stuckatur der Eindruck erweckt wurde, dass sich hier eine Tür befindet. Ja. Leichtfüßig und so. Roadrunner? Noch ein Bastardschwert. Zwei kleine Heiltränke. Die kann er gleich mal verbrauchen. Keine große Herausforderung. So, die Treppe scheint wieder nach unten zu führen. Ich entsinne mich. Was immer ihr benötigt, ich erledige es gut. Ein Speer und ist der Ring wertvoll? Ein Blutsteinring ist ein Blablabla. Sie sind Menschenberuf Abenteuer. Das ist ein Speer plus 1. Wieder mal. Also auch nichts besonders Tolles. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte... Gut, gehen wir nach draußen. Okay, so kommen wir nach draußen aufs Dach. So der Schnee? Ich warte, was... Wenn ihr es wollt. Das will ich aber auch nicht unbedingt. Na, Kälter, wie sieht's? Wird langsam... Bei Airy hat's ja schon geklappt. Ja, Hira vielleicht noch. Ja, natürlich. Wie gesagt, normalerweise mit dem Todeswolkenzauberstab und mit dem Zauberverfall und allem dürften wir das hinkriegen. Den Schattendrachen jedenfalls mal zu töten. Wenn wir eh wieder in diese Ruinen müssen. So, jetzt sind wir hier unten im Keller. Keine große Herausforderung. Ich denke, ich bin's. Heya! Hey, die Touristen lieben das. So, noch mehr Edelsteinchen. Noch ein bisschen mehr Geld. Oh, das sieht aber nicht sonderlich nett freundlich aus. So, das ist Maeva. Was möchtet ihr? Dann hallo. Ich hoffe, ihr habt gute Gründe, mich zu stören. Wie ihr seht, bin ich sehr beschäftigt. Oh, der arme Lin hat das Bewusstsein verloren. Ich habe einige Minuten Zeit. Wer seid ihr und warum sollte ich euch nicht umbringen? Das ist nicht nötig. Ich bin hier als Verstärkung. Renner Blutskype hat mich geschickt. Ich bin geschäftlich hier. Wenn ihr mich umbringt, kommt ihr Renner Blutskype in die Quere. Ich gehöre zu den Schattendieben. Wir würden nicht jemanden von Ausgleichen etwas antun, oder? Dort bin ich. Ich wurde von Männern geschickt, die mächtiger sind als ihr. Ich bin die Verstärkung. Und ich bin sicher, ihr habt einen Erlaubnisschein oder irgendetwas in der Art. Egal, wie wäre es, wenn wir euch auf die Folterbank spannen, um sicherzugehen, dass ihr wirklich der seid, der zu sein, ihr behauptet? Vielleicht doch nicht. Ich habe euch Angst gemacht, was? Furcht lässt euch ehrlich bleiben. Ihr wollt doch nicht wie Lin enden und mich dazu zwingen, eure Ehrlichkeit zu überprüfen. Mit Sicherheit ein schwieriges Unterfangen. Ich versichere euch, ich bin hier als Mitglied der Schattendiebe, als ein Mitglied der Schattendiebe hohen Ranges. Lieber soll er als ehrlicher Mann sterben, als sein Leben als Lügner zu fristen und uns alle in Gefahr zu bringen.
Welche Prüfung würdet ihr bevorzugen, wenn eure Ehrlichkeit anzuzweifeln wäre? Gilt für euch das Gleiche? Nehmen wir das Mittlere. Solche Gedanken sind mir vertraut, aber ich werde euch nicht an mich heranlassen, da ich weiß, dass ihr genauso kalt seid wie ich. Stattdessen schicke ich euch auf eine einfache Suche, um eure Worte, um euren Wert zu ermitteln und unsere Schatztruhe zu füllen. Ich denke, ich sollte die Aufgabe zumindest so gestalten, dass ihr nicht völlig abgeneigt seid. Wie wäre es mit einem kleinen Diebstahl inmitten der ausgestopften Roben drüben im Talos-Tempel? Ich verlage das Amulett der Wetterherrin. Ja, es sah entzückend an ihr aus und ich habe einen wunderschönen Shanty-Spaniel-Mischling, den es sicherlich auch aufwerten wird. Was? Ihr braucht sie nicht umzubringen, um es zu bekommen. Wahrscheinlich nimmt sie es in der Nacht ab. So schön es auch ist, es würde einen riesengroßen Abdruck hinterlassen, wenn man darauf schliefe. Jetzt bewegt euch. Ich habe euch gesagt, worum es geht. Ihr legt den Rest. Nehmt es hier im Schlaf ab, wenn es sein muss, aber wagt es nicht, ohne das Diebesgut zurückzukommen. Ich war. Erzählt mir mehr davon. Melva hat mich bereitwillig in seine Gilde aufgenommen, mir auch gleich einen ersten Auftrag erteilt. Ich soll das Amulett der Sturmherrin aus dem Tempel des Talos stehlen. Zweifellos eine schwierige Aufgabe. Melva scheint sich jedoch sicher zu sein, dass die Sturmherrin das Amulett in der Nacht ablegt. Sobald ich das Amulett habe, soll ich mich bei Melva melden. Ja gut, die wievielte Stunde haben wir gerade? 14. Stunde, das heißt, wenn ich hier raste, wird Nacht sein. Ihr habt ja zum Glück hier eine Möglichkeit zum Rasten. Beim Daumen. Der Tag ist kalt und trüb, an dem der Daumen seinen Gästen nicht ein bisschen Gastfreundschaft gewährt. Ja. Tretet ein und seid dem Seeschatz herzlich willkommen. Ja, wenn ihr es wollt. Fragt mich natürlich. Wenn es das ist, gut, es ist Nacht. Es ist jetzt 22 Uhr. Das heißt, wir haben Zeit. Also gucken wir uns nochmal die Hafner-Festung an. Ihr müsst eure Gruppe. Ob sich da jetzt was getan hat? Euer Wunsch ist mein Begehr. Das Problem ist, an den Teil von der Hafner-Quest kann ich mich gar nicht so richtig erinnern. Hatte ich die Yahira überhaupt zu dem Zeitpunkt noch dabei? Städte, wimmelt es immer von Bösem und von Verfall. Lasst ich habe schon einige Wunder gesehen, doch sehen, das Beste hebe ich für euch auf. Na gut, dann lasst mal sehen, was ihr habt. Vielleicht habt ihr ja was Interessantes. Nö. Okay, Ausgang aus dem Viertel, Ausgang aus dem Viertel. Dann gehen wir halt hier aus dem Viertel raus. Ah, aber unterwegs ein Kurzschwert plus 2, ein einfaches. Fluch der Schwäche. Und ja, Bolzen plus 2. Ich müsste echt mal gucken, ob diese verfluchten Schriftrollen mehr wert sind, wenn ich sie unidentifiziert verkaufe. Okay, also in den Tempelbezirk. Wir haben ja eh ein bisschen was zu erledigen. Aber jetzt erst einmal Yoshimo in den Tempel hier einschleusen. So.
Ich weiß echt nicht, ob es in Baldur's Gate 2 auch so war, dass sich die Leute schneller bewegen, wenn man auf die Karte guckt. In Icewind Dale 2 ist das schon so. In Baldur's Gate 1 ist halt auf der Karte Pause.